Der demografische Wandel ist aber schlicht und ergreifend nichts anderes als der Tod auf Raten unseres Volkes. Und das ist keine Chance. So stellt sich doch die Realität dar. Bei der NPD sind die Ausländer nämlich willkommen, die uns helfen, die echte Gäste sind. Denn Gäste haben ja auch in der Regel eine gute Angewohnheit. Gäste kommen nämlich und Gäste gehen wieder. Oder die, die uns tatsächlich nützen. Das ist die Realität in diesem Land, liebe Bürgerinnen und Bürger. Und deshalb sind wir heute hierher gekommen, um Ihnen einmal aufzuzeigen, wie die Realität ist. Und das mitnichten die Klischees und Vorurteile über die NPD zutreffen. Hallo Thüringen mal wieder. Wir befinden uns hier gerade in Eckolstedt im Weimarer Land. Den Gerüchten zufolge sollen auch hier in diesen Blocks Asylbewerber untergebracht werden. Das zumindest haben uns einige Anwohner berichtet und wir wollen der Sache auf den Grund gehen, sind deshalb hierher gekommen, um mit den Bewohnern das Gespräch zu suchen und um eben dann auch gleich über die potenziellen Gefahren aufzuklären. Wir nutzen diese Station hier nicht nur, um Gespräche zu führen, sondern wir werden eine Lautsprecherfahrt hier im Ort durchführen und wir werden natürlich auch Flugblätter verteilen, um ebenfalls noch einmal nachhaltig für Aufklärung zu sorgen. Am 14. September gilt es dann auch für Eckolstedt und alle Orte, in denen inzwischen der Flächenbrand tobt, wo eben auch Asylschwindler und Kriminelle untergebracht werden. Alle Orte müssen eben am 14. September gemeinsam zusammenstehen in Thüringen und natürlich NPD wählen.